Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Breath of the Wild. Im letzten Part sind wir hier zum Hateno-Institut gegangen. Und jetzt werden wir mal hineinschauen, was hier so abgeht. Guten Tag, das ist das Hateno-Institut für Antikenforschung. Möchten Sie mit dem Direktor sprechen? Genau. Nun, der Direktor ist dort hinten. Er ist sehr beschäftigt, also bitte fassen Sie sich kurz. Guten Tag. Ich wette, so viele Bücher an einem Ort hast du noch nie gesehen. Wir sammeln hier alle Dokumente über die Zivilisation der Antike, die wir finden können. Wie viele sind schwer zu sagen? Hm? Was du da am Gürtel trägst, ist das etwa ein Shika? Ohne Zweifel, ein echter Shika-Stein. So ungern ich es auch zugebe, aber ich habe noch nie im Leben einen echten gesehen. Das ist faszinierend. Du musst mir sagen, welche Module er besitzt. Ein Stasis-Modul, ein Magnetmodul, ein Bombenmodul und ein Cryo-Modul. Was noch? Das waren alle Module? Verstehe. Moment mal. Das ist aber kurios. Besitzt er denn nicht die Basismodule? Sie müssen irgendwie verloren gegangen sein. Oh. Ich bin vielleicht ein Esel, jetzt habe ich ganz vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Simin. Und du bist Link, oder? Du kennst mich, Imp hat mir alles erzählt. Sie sagt, wenn je ein Jüngling mit Shika-Stein hier auftauchen soll, sollen wir ihm helfen, wo es nur geht. Er sei unsere Hoffnung, die aus dem Schlaf des Lebens erwacht ist. Sein Name sei Link. Oh, da fällt mir ein, dass ich etwas Wichtiges vergessen habe zu sagen. Nicht dir, Link. Frau Direktorin, das ist ein waschechter Shika-Stein. Frau Direktorin? Oh je, ich habe ganz vergessen, die Frau Direktorin vorzustellen. Sie sieht direkt dort. Das ist die Direktorin des Hateno-Instituts. Die größte Expertin auf dem Gebiet der antiken Forschung. Pura. Kachika! Ich bin selbst Wissenschaftler und bewundere Pura zutiefst. Ich habe das Glück, dass sie mich als Assistenten angestellt hat. Übrigens, ich muss dir ganz im Vertrauen etwas sagen. Die Direktorin mag wie ein kleines Mädchen aussehen, aber nein. Du solltest es aus ihrem eigenen Mund hören. Bitte sprich mit ihr direkt darüber. Haha. Da bist du, Buff, was? Nicht Simif ist der Direktor hier, sondern meine Wenigkeit. Kachika! Sag mal, Link, hast du im Schlaf des Lebens eigentlich geträumt? Ich muss schon sagen, du hast dich in den letzten 100 Jahren kaum verändert. Alles ist ordentlich bei dir. Dass du jetzt unversehrt vor mir stehst, ist wohl der beste Beweis, dass alles gut gelaufen ist. Aber du siehst mich irgendwie so komisch an. Erinnerst du dich überhaupt noch an mich? Nein. Was? Ich bin bestürzt. Meine Welt bricht gerade zusammen. Dabei habe ich dich doch vor 100 Jahren in den Schein des Lebens gebracht, als die Verheerung Ganon dich erwischt hat. Dort habe ich dich in den Schlaf des Lebens versetzt, damit deine Verletzungen heilen. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen und trotzdem erinnerst du dich nicht an mich. Nein. Wenn jemand im Schlaf des Lebens liegt, gehen seine Erinnerungen wohl flöten. Gleich mal notieren. Oh, tut mir leid, schlechte Angewohnheit von mir, immer sofort Notizen machen zu müssen. Machen wir es doch so. Sag mir einfach, was du wissen willst. Du bist ein Kind. Unverschämtheit. Beziehungsweise, du kannst es ja nicht besser wissen. Das war nur ein kleiner Betriebsunfall. Der gescheiterte Experiment, oder naja, gescheitert ist es eigentlich nicht. Die Einzelheiten habe ich in mein Tagebuch oben aufgeschrieben, aber nur für die Wissenschaft. Nicht lesen. Oh, aber genug davon. Zurück zum Thema. Die größte Rückkehr nach 100 Jahren. Wird unser Held die wieder erstarkte Verheerung gar nicht bezwingen können? Wird er unsere geliebte Prinzessin Zelda retten? Wenn du dich diesen Abenteuer stellen willst, dann werde ich dir dabei helfen, die verloren gegangenen Basismodule deines Shika-Scheins zu aktivieren. Ja, bitte. Ja, das war die richtige Antwort. Dann mach dich doch bitte gleich daran, die Sachen für mich zu erledigen.
Was schaust du mich denn so komisch an? Du hast doch nicht geglaubt, ich würde den Schickerschein einfach umsonst für dich reparieren. Eigentlich schon. Interessant, nach dem Schlaf des Lebens denkt man, alles dreht sich nur um einen selbst. Gleich mal notiert. Gut, dann erkläre ich dir mal, was du für mich erledigen sollst. Draußen vor dem Institut ist eine Feuerschale, leider ohne Feuer, also eigentlich nur eine Schale. Kannst du bitte die blaue Flamme aus dem Flammenborn holen und damit die Feuerschale draußen anzünden? Dann wird der Leitsteinchen aktiviert. Du kannst die fehlenden Module wiederherstellen und fertig ist das. Sag, junge Mädchen, so was wie fertig ist die Laube? Naja, egal. Gut, dann viel Erfolg mit den blauen Flammen. Jo, werde ich tun. Werde ich tun. Dann machen wir uns mal auf den Weg wieder ins Dorf. Also, nicht ganz ins Dorf, wir müssen da hinten hin, wo es schon so blau schimmert. Jetzt hoffe ich natürlich, aber was wir zuerst noch machen könnten, wäre noch der Krog holen, der hier ist. Ich habe nämlich ein paar Krogs wieder markiert, die wir einsammeln können. Und einer ist hier bei dem Baum. Machen wir uns hier mal auf den Weg und klettern hier den Baum hoch. Oh, der ist aber ganz schön hoch. Da ist schon der Stein, den wir hochheben müssen. Und unser nächster Krog. Ja. So, tschüss. Kriegst du hier mal eine Kopfnuss. Dann kurz die Markierung wegmachen. Und da bei der Flamme hinten ist auch noch ein Krog, den wir da direkt holen können. So. Ja, ich habe hier ein paar Crocs wieder markiert, die wir holen können dann allesamt. Das wird wohl ja auch auf dem großen Baum da sein. Ich hoffe natürlich, dass es da eine Fackel gibt, sonst wird das ein bisschen schwierig. Weil ich glaube, dass ich keine Fackel dabei habe. So, nächster Krog. Und die Fackeln gehen ja nicht kaputt durchs Feuer. Aber halt normale Holzsachen halt schon. Und so ist es aus, ich sehe keine Fackel. Haben wir eine dabei? Nein. Dann müssen wir das wohl anders lösen. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schaffe. Muss ich die kurz löschen, dann wieder frisch anzünden. Und weiter geht's. Ja, es wäre natürlich viel, viel einfacher mit einer Fackel, aber ich habe jetzt halt keine. Löschen, sonst brennt mir das nämlich ab. Bockholz zerbricht gleich, das ist auch toll. Schaffe ich das überhaupt da hoch? Ja, schaffe ich. Jetzt weiß ich halt nicht, wie lange ich das noch machen kann, bis sie da kaputt geht. Oder kann ich die einfach so anzünden? Ja, kann ich. Da muss ich nicht mal schlagen, sonst zerbricht die dann gleich. So. Sehr gut, weiter geht's. Hier hat jemand noch eine Nebenquest. Die wir auch kurz holen können. Ich hasse diese Monster. Hä? Ja, was machst du hier? Schau dich nicht so unschuldig. Du siehst allerdings nicht so aus, als hättest du was damit zu tun. Am Martinusstand treiben sich Monster rum, die meine Schafe stehlen. Deswegen stehe ich etwas neben mir. Wenn das so weitergeht mit meinen Schafen, dann
Schabernack mit Schafen. Werden wir dann auch gleich machen gehen. Zuerst müssen wir das hier mit dem Licht machen. Was macht denn hier das kleine Kind hier? Ah! Da gibt es kein Chica-Mädchen, hat Karin geschwindelt. Hast du das Chica-Mädchen gesehen, Safaro? Ne, Safero? Hier ist nix! Okay. Die suchen wohl ein Mädchen. Ah, die meinen wohl da. Dings da. Pira. Ne, nicht. Ich weiß schon nicht mal, wie sie hieß. Halt die Direktorin, meinen sie wohl. Wo schaffe ich das? Schaffe ich das? Ja, sehr gut. Und jetzt noch das letzte. Zum Glück haben wir einen Holzhof, sonst hätte ich das auch gar nicht anzünden können. Sehr gut. Jetzt haben wir hier auch einen Teleportpunkt. Das Athenum-Institut wurde als Teleportziel aktiviert. So, erledigt. Tach. Vielen Dank, Link. Guck doch mal da. Der Leitstein wurde aktiviert. Daran ist nichts Mysteriöses. So funktioniert er nun einmal. Hihihi, mein süßer Leitstein. Da gerät mein Forscherblut in Wallung. So, die Basismodule deines Schickersteins sind schon so gut wie wiederhergestellt. Los, dann ruf mal ganz laut Katika. Komm schon, du brauchst dich nicht zu schämen. Katika, ja, so muss ich das anhören. Alles klärchen, die Reparatur des Schickersteins kann losgehen. Leichtsteinsperre aufgehoben. Packen wir es an. Schickerstein erkannt. Fotomodul, Heilhandbuch, Album, fehlende Funktionalitäten bestätigt. Reparaturvorgang initialisiert. Fotomodul. Erstelle ein Bild deiner Umgebung. Aufgenommene Fotos werden im Handbuch gespeichert. Wenn du ein neues Objekt fotografierst, wird automatisch ein Eintrag im Hyrule-Handbuch hinzugefügt. Du hast das Fotomodul erhalten. Album und Hyrule-Handbuch. Reparaturvorgang abgeschlossen. Und fertig. Na, ist wieder alles aktiv? Lass mal sehen. Fotomodul, Hyrule-Handbuch, Album. Yep, alles wieder da. Dann legen wir gleich los. Mach doch mit dem Fotomodul gleich mal ein Foto von mir. Kann ich machen. Ups. Ja, ich weiß, wie ich wollte nicht reden. Speichern. Ups. Jawohl, ja. Und wie läuft's mit dem Foto? Hast du schon ein Bild gemacht? Ich hoffe, es zeigt meine Schokoladenseite. Hier ist es. Oh, ich bin gespannt. Zeig schon, zeig schon. Kommt ein bisschen komisch. Wer ist denn diese reizende junge Dame? Ach, ich bin das. Tut mir leid, ich war gerade verblüfft. Ehrlich, das war nicht gespielt. Nanu, neben deinem Foto dieses hinreißenden Mädchens, die ja schon in welche alte Fotos im Album Prinzessin Zelda muss damals das Fotomodul verwendet haben. Du warst doch Zeldas Leibwächter.
Wärst du denn nicht anwesend, als sie diese Fotos aufgenommen hat? Ach, ich vergaß. Du hast das Gedächtnis verloren. Aber vielleicht können diese alten Fotos dir helfen, deine Erinnerung wieder zu erlangen. Vielleicht sprichst du am besten mal mit Impa darüber. Sie kann die Prinzessin besser als ich. Ach ja, noch was. Eine Bitte. Wo du schon dabei bist, bring mir antike Materialien. Gerne auch erst, nachdem du bei Impa warst. Wenn du sie zu mir oder zu Robello von Akala Institut bringst könntest, würdest du mich richtig glücklich machen. Meine Zufriedenheit ist eigentlich Lohn genug, aber wir geben dir dafür antike Materialien noch etwas Feines. Dann los. Dein Angebot. Ha? Du hast also Interesse. Wenn du mir antike Materialien bringst, kann ich deine Module verbessern. Wenn du den Chica-Sensor stärken willst, brauchst du drei antike Schrauben. Für das Bombenmodul drei antike Achsen. Für das Stasi-Modul drei antike Reaktorkerne. Ja, das sollte ich doch haben. Oder nicht? Drei Schrauben und drei Achsen habe ich. So, ich möchte hier antike Materialien. Ja, bitte. Welches Modul möchtest du? Chica-Sensor. Ja, bitte. Kachika. Jetzt muss ich zum Leitstein wieder. Ja. Zack, zack. Chica-Stein erkannt. Verbesserung des Chica-Sensors installiert. Chica-Sensor plus Objekte suchen. Der verbesserte Sensor findet auch Objekte außer Schreinen. Er schlägt aus, wenn du dich dem Objekt näherst. Gehe in die Richtung, in dem der Ausschlag am stärksten ist. Chica-Sensor und Hyrule-Handbuch verknüpft. Verbesserung des Chica-Sensors abgeschlossen. Sehr gut, genau so. Das Leitsteinchen, ja, sehr gut. Oh, ein Chica-Sensor Plus, zeige mir. Also zeig doch bitte später sieh mal den Chica-Sensor Plus. Kann ich machen, aber ich möchte eigentlich zuerst noch das Bombenmodul verbessern. Ja, bitte. Ich hab doch die drei Achsen. Ja, bitte. Hä? Hast du getrunken oder ich habe doch drei Stück? Das habe ich doch vorhin nachgeguckt. Ah, ne, das sind Federn. Oh, mein Fehler. Okay, gut, da hast du vollkommen recht. Guten Tag. Endlich hast du den Chica-Sensor Plus. Er sollte sehr praktisch sein. Laut der einschlägigen Literatur kannst du damit nach Objekten suchen, die du im Fotomodus aufgenommen hast. Aber das ist alles graue Theorie. Probieren geht über Studieren. Ach, mal sehen. Könntest du zuerst den Glutling hinter dem Institut mit Hilfe des Fotomodus aufnehmen? Jetzt ist die Frage, ob der überhaupt noch da ist. Den habe ich ja schon eingesammelt. Scheiße. Haben wir ein Problem. Wir können ja hier mal die anderen Objekte fotografieren. Hacke. Das ist halt die Frage. Jetzt habe ich diesen Glutling kann ich jetzt da nicht fotografieren, weil ich den schon eingesammelt habe. Oder klar, gibt es hier noch mehr von denen? Nee, sieht nicht so aus. Ups. Ups, das geht nicht. Aber ich kann, glaube ich, auch Selbstporträt. Hier, dann kann ich noch die ganzen anderen Sachen fotografieren. Bockschild. Bockkeule. Und den Bogen möchte ich noch gerne. Hallo, den Bogen bitte. Das soll die Bockkeule zu groß, kann das sein? Sieht also aus. Das mit dem Glutling wird schwierig. Aber warte, ich kann ja den kurz auf den Boden schmeißen. Heugabel.
Hier so in die Hand nehmen. Kurz auf den Boden werfen. Glutling. Genau. Nein, nicht klettern, Link. Gehen wir hier in den Eingang rein wieder. So, hast du das Fotoscreen aufgenommen? Jawohl. Du scheinst den Glutling fotografiert zu haben. Vielen Dank. Öffne danach einfach das Heilhornbuch und registriere das Foto des Glutlings. Dann kannst du den Chica Sensor plus die Glutlinge in der Nähe anzeigen. Da auf dem Tisch liegt ein kleines Traktat über seine Verwendung. Lies es bestimmt kurz mal durch. Und wo du schon so ein schönes Foto gemacht hast, bringst du mir drei Glutlinge. Im Expa-Wald nördlich von hier müssten welche wachsen. Such sie mit dem Chica Sensor. Wo müssen die sein? Ah, hier unten direkt. Aber dann holen wir jetzt noch kurz den Krog. Oh, das ist aber. Oh. Warte mal, wir gehen zuerst die Glutlinge holen und holen dann den Krog. Da muss ich nämlich sonst nicht wieder hochklettern. Zack, zack. Wood-Echse. Maxi-Rübe. Alles hier mal mitnehmen. Maxi-Rübe, seltene Knolle, die auf sonnigen Wiesen wächst. Als Hochzutat füllt sie die Herzen über das Maximum hinaus. Dings bräuchten wir auch noch, da die. Wiesen. Taube. Dann hier noch den Rüstling fotografieren. Brauchen wir alles, zählt ja alles zu den 100%. Glutling Nummer 2, da hinten sind noch mehr, dann haben wir das auch schon. Da sind ja mega viele, Digga, für was brauche ich denn bitte den Sensor? Hier sehe ich ja Tausende. Von denen. Ja, wir nehmen mal alle hier kurz mit, die wir direkt auf die Schnelligkeit sehen. So, die Rüstlinge nehmen wir auch noch mit. Dann kann ich dann oft mal ein bisschen kochen, wenn wir ein bisschen mehr Zutaten haben. Die Route noch. Sehr schön. Maxi-Rübe hier noch eine. Und dich können wir eigentlich auch noch fotografieren. Oder bist du zu weit weg, oder? Das funktioniert ja, genau. Aber den hätte ich noch abschießen können, hätte ich noch Chicken fotografieren können. Dich brauche ich auch noch. Burtling. Die Fotos müssen ja auch nicht schön sein. Ist ja nicht so wichtig. So, noch ein Krog. Sehr schön. Sonst ist hier aber nichts. Oder ist hier noch was mit Truhen im Wasser? Nein. Aber so eine Libelle kann man noch fotografieren. Zeigst du mir bitte den Namen an? Glutlibelle. Das sind aber, glaube ich, alles Glutlibellen, wenn ich mich nicht täusche. Glutlibelle, eine. Ah, fuck, das habe ich jetzt verkackt. Eine Libelle mit roten Flügelspitzen. Aus ihren Flügeln gewonnene Wirkstoff erhöht die Körpertemperatur und schützt als Bestandteil von Medizin vor Kälte. Sonst kann ich mich jetzt eigentlich wieder hochteleportieren. Das müssen wir nicht sonst wieder hochlaufen. Den Krog haben wir auch schon geholt. Ich habe noch ein paar Crocs markiert. Ah, den Schleim hätten wir noch fotografieren können. Den habe ich jetzt aber gar nicht gehört. Egal. Wir werden sicher noch ein paar Schleimen begegnen. Von daher macht das nichts. Von daher macht das nicht so viel. So, dann bringen wir noch die drei Glutlinge und dann. Neigt sich der Part auch schon im Ende zu.
Guten Abend. Ah, du hast die Glutlinge gefunden. Könnte ich dann drei Glutlinge bekommen? In Ordnung, ja. Vielen Dank. Hier, ich möchte mich erkenntlich zeigen. Drei Maxi-Trüffel. Seltener Pilz, der nur auf gutem Futterboden wächst. Er besitzt ein starkes Aroma und hat das Kochzusatz die Eigenschaft, Herzen über das Maximum heraus aufzuwärmen. Was hältst du von der Verbindung vom Heilhandbuch und Chica-Sensor? Wenn du wieder Schreine suchen willst, wähle vor deiner Karte aus erst den Chica-Sensor und dann den Schrein. Ach ja, ich wollte noch wegen einer anderen Sache mit dir sprechen. Wenn du etwas Zeit hast, sag mir Bescheid. Ja. Hey, ich habe einen Tipp für dich, der Musik in deinen Ohren sein sollte, Link. Ich kann dafür sorgen, dass dein Chica-Sensor Plus mehr Dinge finden kann. Hallo, du darfst ruhig ein bisschen überrascht sein. Nun, vielleicht sollte ich es etwas genauer erklären. Während meinen Forschungen habe ich bemerkt, dass unser Leitstein alte Fotos enthält. Wenn wir diese Fotos extrahieren und deinem Hyrule-Handbuch hinzufügen, dann hast du es viel einfacher, mit dem Chica-Sensor Plus nach Dingen zu suchen. Wie einfacher? Naja, einfacher halt. Ist dir vielleicht noch gar nicht klar, wie praktisch der Seeker-Sensor ist. In Verbindung mit dem Hyrule-Handbuch kannst du nun nach allem suchen, wovon du ein Foto registriert hast. Und mit Hilfe unseres Leitsteins können wir deinem Hyrule-Handbuch fehlende Fotos hinzufügen. Du findest bald jede gewünschte Zutat im Handbuch, im Handumdrehen. Das könnte auf deiner Reise recht hilfreich sein, oder? Soll ich noch einmal alles erklären? Nein, nein, nein. Ist gut. Gut, dann setz am besten sofort deinen Chica-Stein in den Leitstein ein. Dich das süße Leitstein einfach so benutzen zu lassen, kommt mir irgendwie falsch vor, aber andererseits bin ich auch sehr gespannt, was passieren wird. Deshalb wollen wir mal eine Ausnahme machen. Also dann, dürfte ich bitten um den Chica-Stein? Ja, alles gut. Dann schalten wir den Chica-Stein ein. Ka-Chica! Dann gibt es viele Upgrades heute. Viele, viele Upgrades für unseren Chica-Stein. Chica-Stein erkannt. Foto wird dem Heilhandbuch hinzugefügt. Haben wir ein Bild bekommen, oder wie? Nee. Oder doch? Das Hyrule-Handbuch wurde aktualisiert. Jetzt haben wir ein Bild bekommen, das ist auch gut. Oh, das ist ja. Es scheint, als hätte das Hyrule-Handbuch verlorenes Wissen zurückerlangt. Das Foto aus dem Leitstein wurde in deinem Hyrule-Handbuch übertragen. Das geht bei jedem Bild nur einmal. Denk dran, bevor du Bilder mit einem eigenen Foto überschreibst. Die restlichen Lücken kannst du füllen, indem du mit dem Fotomodul Bilder aufnimmst oder mit Hilfe des Leitsteins. Das nächste Mal, wenn du den Leitstein nutzen willst, musst du aber bezahlen. Damit unterstützt du unser Institut. Die Chefin hat gesprochen. Hat er uns jetzt nur ein Bild gegeben? Das muss ich mir mal angucken. Die habe ich gemacht. Das habe auch ich gemacht. Auch ich. Der hat uns wirklich nur ein Bild geschenkt, Digga, der Ehrenmann. Ja, den Rest habe alles ich fotografiert. Das hat ja mega viel gebracht. Aber da, ah, hier wäre eine Fackel gewesen, Ibi. Habe ich da beim letzten Mal gar nicht gesehen. So, ja, dann würde ich sagen, holen wir noch die zwei Crocs, die da unten sind. Direkt beim Dorf. Wenn ich das noch. Ja. Oder. Ja, doch, doch. Das machen wir noch kurz, die zwei Crocs da holen. Die da sind. Ein bisschen was zu tun haben wir dann eh noch. Wir haben ja noch sehr, sehr viel zu tun, eigentlich, wenn man mal überlegt. Wo schaffe ich das überhaupt? Oh, ganz close. Ganz, ganz knapp. So, die sollten jetzt eigentlich hier gleich kommen, die zwei Crocs.
Genau, einer müsste irgendwo hier oben sein. Ich hoffe, ich finde die überhaupt. Ja, genau, hier ist die Blume. Jetzt müssen wir der noch hinterher rennen und dann haben wir das. Der Mond ist auch ganz schön. Wo ist jetzt die Blume hin? Das weiß ich jetzt nicht. Ist die hier hoch? Ah, da drüben. Dann hier weiter nach drüben. Nein, nicht runterfahren, nicht runterfahren. Sehr gut. Du, wie lange will denn diese Blume laufen? Das reicht dann auch mal. So. Immer noch nicht. Jetzt aber. Sehr gut. Ja. So, dann holen wir noch kurz den Krog, der noch da unten ist, den ich schon gesagt habe, wo wir aber da wegen dem Regen nicht klettern konnten. Der ist direkt hier unten. Sehr gut. Ja. So, dann würde ich sagen, soll es das für den Part gewesen sein. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Blumi Adem. Ciao, ciao.